die geheimnisumwitterte dunkle Materie. In solchen Simulationen perfekt visualisiert. Längst hat sie Eingang in die allgemeine Vorstellungswelt gefunden. Ein experimenteller Nachweis der dunklen Materie steht indessen immer noch aus. Bis heute gibt es nur indirekte Indizien ihrer Existenz. Solange das so bleibt, darf der seriöse Wissenschaftler mit gleichem Recht alternative Modelle erforschen. Pavel Krupa ist so einer. Für ihn steht heute fest: Also vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, ich bin mir nicht so komplett sicher. Aber heute bin ich felsenfest davon überzeugt. Die dunkle Materie, die gibt es nicht. Ja, das ist ganz klar. Das lange Warten auf den Nachweis kennen wir auch bei den kosmischen Neutrinos. Wie die dunkle Materie durchqueren sie Atome für uns gänzlich unbeobachtbar, weil sie dabei elektromagnetisch nicht wechselwirken. Der Aufwand, sie nachzuweisen, ist enorm. Die hochenergetischen Neutrinos aus dem fernen Kosmos konnten deshalb erst vor wenigen Jahren erstmals nachgewiesen werden. Allerdings gibt es zwischen Neutrinos und dunkler Materie einen nicht unerheblichen Unterschied. Während Teilchenphysiker Neutrinos für ihr Modell ursächlich brauchen, ist für sie die dunkle Materie ein eher lästiger Appendix. Anders als die anderen Teilchen im Labor wechselwirkt sie nur mit der vierten Kraft, der Gravitation, die für die Kosmologen allerdings das Herzstück ihrer Theorien bildet. Die Gravitation führt zwar zu den großen Strukturen im Universum, doch sie ist so schwach, dass der Teilchenphysiker im unterirdischen, selbst der Schwerkraft unterliegenden Labor nicht wie sonst üblich gut mit ihr experimentieren kann. Viele Fragen bleiben deshalb offen. Warum wirkt die Schwerkraft, anders als die drei anderen Kräfte, nur in einer Richtung, nämlich anziehend, nicht aber abstoßend? Und gibt es tatsächlich ein Graviton, also ein Materieteilchen der Gravitation, wie es für die anderen Kräfte längst bekannt ist? Also im heutigen Universum verstehen wir die Naturgesetze recht gut, außer die Gravitation. Das ist ja die am wenigsten verstandene Wechselwirkungskraft, falls es überhaupt eine Wechselwirkungskraft ist. Man weiß es nicht. Der Standard der Teilchenphysik ist wohl das bestformulierte physikalische Modell, das wir jemals hatten in der Geschichte der Physik überhaupt. Also es ist beeindruckend, wie man mit ganz wenigen Bauteilchen, man könnte fast sagen Legosteinen, das sind ja die Quarks und die Leptonen, wie man mit denen eigentlich im Prinzip alles berechnen, alles aufbauen kann. Bäume, DNA, ganze Planeten. Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend. Wahnsinn eigentlich. Ja. Und da gibt es null Raum für dunkle Materie. Die ist nicht existent in dem Modell. Gar nicht. Also versucht man, Formulierungen zu finden, die dieses Standardmodell beinhalten, aber irgendwie noch zusätzliche Teilchen haben, wie zum Beispiel die Supersymmetrie und so. Aber bloß ist es so, dass all diese Modelle oder Theorien bisher nicht erfolgreich waren. Also die haben zwar Vorhersagen gemacht für neue Teilchen, aber die hat man nicht gefunden im LHC und anderen Experimenten, sodass man diese Modelle immer weiter und weiter verändern musste, sodass sie jetzt heutzutage schmerzhaft verändert wurden. Also ich bin da jetzt nicht der große Experte zur Supersymmetrie, aber es ist nun einmal so, dass die Supersymmetrie, wie sie vor vielleicht, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren existiert, heute nicht mehr so sein kann, weil eben diese Teilchen nicht gefunden wurden, die Vorhersagen. Also soweit wir heute wissen, ist das Standardmodell der Teilchenphysik einzig gültig und es gibt da drin keinen Raum für dunkle Materie. Die Evidenz für dunkle Materie kommt nur aus astronomischen Beobachtungen. Und hier nun der erste und wichtigste Grund, warum Astrophysiker schon in den 30er Jahren begannen, über dunkle Materie als notwendiges universales Korrektiv zu spekulieren, ehe sie im kosmologischen Standardmodell in den 80er Jahren in theoretische Form gebracht wurde. Die Rotationsgeschwindigkeit großer Galaxien fällt nach außen hin, dort, wo weniger Sterne sind, nicht ab, wie es Keplers Gesetze auf der Grundlage der Gravitation erfordern würden. Sie bleibt ab einem gewissen Stadium weitgehend konstant. Die Sterne der Milchstraße zum Beispiel kreisen außen, also schneller um ihr Zentrum als zulässig. Gerade so, als gäbe es dort Materie, die gänzlich unsichtbar bleibt. Während sichtbare Materie heute nur etwa 5% der Masse des Universums ausmacht, soll die dunkle Materie einen deutlich größeren Anteil haben. Erst so ließen sich die beobachteten Rotationsgeschwindigkeiten von Galaxien in den 80er Jahren erklären.
Cooper gehört als Astrophysiker zu der derzeit verschwindend kleinen Gruppe jener Forscher, die das Konzept der dunklen Materie für gänzlich überholt halten. Für ihn sind seit den 80er Jahren immer neue Beobachtungsdetails im Kosmos entdeckt worden, die mit dem Konzept der dunklen Materie nur schwer oder gar nicht zu erklären sind. Die Fragezeichen um die dunkle Materie sind zu groß geworden, meint Cooper. An der Popularität der dunklen Materie im Mainstream der Forscher hat das allerdings bisher nichts geändert. Die Existenz der dunklen Materie kann man rigoros ausschließen durch die Chandrasekhar-dynamische Reibung. Was mich dabei stört oder was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wieso keiner meiner Physikkollegen das kapiert. Es ist eines der elementarsten physikalischen Fragestellungen, die dynamische Reibung. Und man kann es wiederholen und immer wieder wiederholen. Und beim nächsten Mal redet mir der Kollege davon, dass er nach wie vor nach der dunklen Materie sucht. Und ich verstehe nicht, wie die wissenschaftliche Gemeinschaft heute dermaßen dogmatisiert mit der dunklen Materie zubetoniert ist. Die kommen da überhaupt nicht mehr weg. Das ist so als wie an Gottes Glauben, dass man überhaupt nicht in der Lage ist, vorzustellen, dass es, wenn man gläubig ist oder so, dass man sich vorstellt, dass es ein Universum ohne Gott gar nicht geben kann. Und wenn man sich das vorstellen will, das ist Blasphemie. Also die meisten können auch nicht einmal sagen, dass es dunkle Materie gar nicht gibt. Ich bin, soweit ich weiß, der Einzige in der Welt, der das überhaupt sagen kann. Also meine Mondkollegen haben damit Probleme. Also dunkle Materie gibt es nicht. Und das ist ganz rigoros gezeigt anhand der Abwesenheit der chandrasekharischen dynamischen Reibung. Diese dynamische Reibung im Kosmos ist seit langem bekannt. Schon in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts war sie von dem späteren Nobelpreisträger Chandrakesar entdeckt worden. Diese Dynamik lässt sich auch auf Sternansammlungen wie Galaxien übertragen. Sie ist damit für die zahlreichen Kollisionen im frühen Universum von großer Bedeutung. Die wesentlich größeren Halos aus dunkler Materie führen bei Galaxien aufgrund der dynamischen Reibung deutlich häufiger zu Verschmelzungen, weil die Galaxien bei der Annäherung wesentlich stärker abgebremst werden. Doch zahlreiche Verschmelzungen, wie sie aufgrund der mächtigen dunklen Materie Halos zu erwarten wären, zerstören wegen der unterschiedlichen räumlichen Ausrichtungen von Galaxien für Cooper auch die flachen Galaxienscheiben. Die Tatsache, dass wir heute vielfach abgeflachte Scheibengalaxien und nur wenige runde Galaxien im Universum beobachten, ist für ihn ein zentrales Indiz, dass es dunkle Materie gar nicht geben kann. Also man sieht, dass das Standardmodell der Kosmologie, in dem man ja Galaxien entstehen lässt mit dunkler Materie und allem, heute sind diese Superrechner, die Simulationen auf Superrechnern ja sehr beeindruckend, da funktioniert rein gar nichts. Also Sie werden immer wieder hören von den Kollegen, dass diese Simulationen wie Illustris Eagle eine schöne Reproduktion des echten Universums sind, aber das ist nicht korrekt. Da funktioniert wirklich rein gar nichts. Ja, ich meine, das sind wirklich sehr beeindruckende Berechnungen und ja, wenn ein Universum dunkle Materie hätte, dann würde es tatsächlich so aussehen, wie es im Computer aussieht. Aber das echte Universum ist radikal anders. Radikal meine ich damit, dass bei den großen Galaxien funktioniert es nicht. Denn zum Beispiel, was man feststellt, ist, dass die Rotationskurven, das Potenzial darstellen, ja, also die Sterne bewegen sich schnell, das Gas bewegt sich schnell ums Zentrum der Galaxie, wenn man eine schwere dunkle Halo hat zum Beispiel. Und die Rotationskurve, die ja steigt vom Zentrum nach außen hin, zeigt in den beobachteten Galaxien Strukturen. Also die Rotationskurve geht hoch und dann gibt es so einen Dip und dann geht es wieder höher. Also so eine Senke, das nennt sich den Renzo-Effekt oder Renzo-Regel. Und diese Strukturen, die übereinstimmen mit der beobachteten Struktur von Galaxien. Das heißt, wenn eine beobachtete Galaxie irgendwo eine Gasansammlung hat, einen Gasring zum Beispiel oder einen Spiralarm, dann sieht man Struktur in der Rotationskurve. Das darf nicht sein, wenn es dunkle Materie gibt, weil nämlich die dunkle Materie dominiert ja die Masse. Das heißt, da sich ja diese ganze Materie sich in dunkler Materie-Halo bewegt, sieht es eigentlich fast nur diese dunkle Materie und kaum die normale Materie, die ja kaum Materie beiträgt zur Gesamtkonstruktion. Und somit diese Renzo-Regel, also dass man Strukturen in der Rotationskurve sieht, die den Strukturen in der sichtbaren Galaxie entsprechen,
das alleine falsifiziert das Konzept der dunklen Materie, weil das kann es nicht sein in dunkler Materie. Und diese dunklen Halos sind glatt. Ja? Die haben zwar diese dunklen Subhalos drin, die da rumlaufen, aber die können nicht diese Art von Strukturen in der Rotationskurve erklären. Das ist nur ein zweites Beispiel, jetzt bei ganz normalen großen Galaxien. Also, großer Schnitt im Denken. Wäre es nach 400 Jahren nicht einmal Zeit, Newtons Gravitationstheorie zu hinterfragen und damit auch Einsteins Ableitungen zu relativieren? Für Cooper heißt das alles andere, als die Leistung der großen Denker zu schmälern. Newton gilt als einer der größten, vielleicht eigentlich der größte Wissenschaftler aller Zeiten, weil was der ja damals gemacht hat, vor, was waren das, 400 Jahren, ne, etwa, ist ja immens. Das war ja er hat uns ja in eine neue Epoche geführt, was Mathematik und überhaupt das physikalische Verständnis angeht. Dennoch, er konnte ja nur mit den Daten arbeiten, die ihm zur Verfügung standen. So brillant er ja auch war. Und zwar waren das die Daten des Sonnensystems. Mehr hatte er nicht. Ja, und das Interessante ist, dass Einstein genau dieselben Daten zur Verfügung hatte. Das hat sie sich ja seit 1687 etwa bis 1916 an der Datenlage fast nichts geändert. Und das heißt, Einstein, als er dann eine Interpretation der Gravitation formulierte, die wir heute als die allgemeine Relativitätstheorie kennen, und das ist nur eine Interpretation, das ist ja nicht so, dass die Gravitation wirklich so ist. Es gibt ja ganz andere Ideen dazu, was Gravitation ist. Aber diese Interpretation, die hat er dann er musste prüfen, dass seine Formulierung, die der von Newton entspricht, in dem richtigen Limit, das heißt bei sehr kleinen Geschwindigkeiten und nicht zu starken Feldern. Da gibt es einen ganzen recht lange Teil in seiner Forschungsarbeit, wo er beweist, dass seine Formulierung tatsächlich die von Newton entspricht in diesem Limit von kleinen Geschwindigkeiten, also sozusagen klassischem Limit. Und Einstein hatte keine anderen Daten außer den Bewegungen der Planeten. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, dass Galaxien, die ja dann erst 50 Jahre später de facto dann ausgemessen wurden, zum ersten Mal, sogar vielleicht 60 Jahre später, die zeigen an, dass das eben nicht mehr funktioniert. Jetzt die Skala von Galaxien ist viele Größenordnungen größer als die vom Sonnensystem. Das heißt, was die Physiker und Astronomen auch heute machen, ist, die nehmen ein Gesetz, das aus dem 17. Jahrhundert stammt, und Einstein hat es eigentlich umformuliert, nur in eine andere Weise, in einer natürlich sehr brillanten Weise. Aber man nimmt dieses Gesetz, das empirisch ermittelt wurde. Es ist ja kein fundamental-physikalisches Gesetz, das aus irgendwelchen fundamentalen Prinzipien kommt, einfach so niedergeschrieben wurde, sondern es ist ein empirisches Gesetz, hat man extrapoliert auf viele, 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 viele Größenordnungen und wendet es auf Galaxien an und auf das gesamte Universum. Und jeder Physiker, das lernt man ja eigentlich im Kindergarten, müsste eigentlich wissen, dass eine solche Extrapolation wohl mit Sicherheit nicht funktionieren wird. Man hätte absolut größtes Glück, wenn das wirklich mal funktionieren würde. Das alles ist nicht erst Cooper aufgefallen. Der erste war der israelische Physiker Mordechai Milgrom. Schon 1983 entwickelte er ein alternatives Konzept, das für das unerklärliche Phänomen der Rotationsgeschwindigkeit keine dunkle Materie mehr erfordert. Die modifizierte Gravitationsdynamik, kurz MOND genannt. Der grundlegende Ansatz: Die Gravitationskonstante von Newton, die im Sonnensystem natürlich gilt, ist keine universal gleichbleibende Größe, sondern verändert sich bei schwindender Gravitation erheblich, also beispielsweise im äußeren Bereich der Milchstraße, wo vergleichsweise wenige Sterne zu finden sind. Und die Feldgleichung bricht zusammen. Davon bin ich jetzt mittlerweile sehr überzeugt. Wenn die Raumzeit kaum gekrümmt ist, ja, dann kann man halt eben nicht diese Bewegungsgleichung, die man davon ableitet, eben verwenden. Die Materie bewegt sich anders. Die nimmt andere gravitative Eigenschaften an. Und der Grund dafür ist eben eine der ganz großen physikalischen Fragen. Deswegen bin ich da drin in diesem Forschungsgebiet, weil das beeinflusst dann selbstverständlich die Gesamtentwicklung des Universums, die Entwicklung von Galaxien, wie Galaxien entstehen,
überhaupt den Ursprung der Materie, wo kommt die Materie her, wie koppelt Materie an die Gravitation, verursacht sie die Gravitation. Cooper hält Milgrom deshalb für den größten lebenden Wissenschaftler der Astrophysik, der von der Mainstream-Wissenschaft jedoch eher totgeschwiegen wird. Direkt beweisen lässt sich Mond heute natürlich ebenso wenig wie das Konzept mit der dunklen Materie. Dazu müssten wir Messinstrumente weit außerhalb unseres eigenen Sonnensystems platzieren können, um festzustellen, ob sich die Schwerkraft dort Newton-konform verhält oder eben nicht. Doch die Vorteile, die Mond für etliche moderne Beobachtungsdaten zeigt, sind zumindest für Cooper inzwischen beeindruckend. Wir kriegen im Wesentlichen, wie es erstmal aussieht, wirklich das heraus, was wir da draußen sehen. Beispiel Andromeda und Milchstraße. Einigkeit unter allen Astrophysikern besteht anhand der Beobachtungsdaten darin, dass sich beide heute aufeinander zubewegen. Aber was passiert dann? Wir eine Galaxie haben wie die Milchstraße, die hat ja dieses dunkle Halo drumherum. Wenn wir jetzt eine andere Galaxie da reinfällt ins dunkle Halo, dann wird, also wenn das dunkle Halo nicht da wäre, dann beschleunigt die Galaxie, wird immer schneller und schneller und fällt zu einer Milchstraße ganz schnell vorbei und fliegt vorbei wie ein Doppelstern oder wie ein Komet an der Sonne praktisch und fliegt wieder hinten raus, ja, auf einem hyperbolischen Orbit. Das wäre die Vorhersage ohne dunkle Materie. Jetzt mit dunkler Materie ist es so, dass die Galaxie reinfällt in dunkle Materie, macht sie langsamer. Die fällt langsamer rein und wechselwirkt und verschmilzt. In 4 bis 5 Milliarden Jahren wird sich dann beweisen lassen, was tatsächlich passiert. Die Verschmelzung oder ein Vorbeiflug. Doch für Cooper und sein Forschungsteam mit dunkle Materie-Rebellen an den Unis von Bonn und Prag ist es inzwischen sogar erwiesen, dass sich Andromeda und Milchstraße schon in der Vergangenheit einmal begegnet sind. Dafür modellierten sie mit selbstentwickelten Simulationsalgorithmen das Milgromsche Universum seit dem Urknall. Es offenbarte diesen Vorbeiflug von Milchstraße und Andromeda. Beide entfernten sich dann wieder und beginnen sich nun erneut anzunähern. Und dass es diesen Vorbeiflug tatsächlich gegeben haben muss, dafür ist die beobachtbare räumliche Lage von Zwerggalaxien ein wichtiges Indiz. Sie sind aus der Sicht von Cooper damals entstanden, als sich Milchstraße und Andromeda nach nächster Annäherung wieder voneinander entfernten, in einem sogenannten Gezeitenarm, der die beiden Galaxien über einen großen Zeitraum mit ausgeschleuderten Gasen wie eine Brücke verband. Die überwiegende Zahl der inzwischen neu entdeckten Zwerggalaxien von Milchstraße und Andromeda liegt nun genau in jener Ebene des Gezeitenarms, den Cooper zwischen den beiden sich entfernenden Galaxien modellierte. Kann das alles nur Zufall sein? Cooper ist in Deutschland als einsamer Rufer unterwegs, aber fest überzeugt, dass es mehr als lohnt, nach weiterführenden kosmologischen Modellen zu suchen, die ohne dunkle Materie auskommen und stattdessen das Augenmerk auf eine veränderte Gravitationskraft richten. Und selbstverständlich sind auch mit Mond nicht alle Probleme gelöst. Die modifizierte Gravitation bietet also noch viel neuen Forschungsstoff. Keiner von uns erwartet, dass das die endgültige Formulierung ist. Da gibt es noch sehr viele Unbekannte. Auch zum Beispiel der Übergang von der Newtonschen Gravitation, die ja nach wie vor benutzt werden kann als Formulierung, als sehr schöne Formulierung im Sonnensystem zum Beispiel, im inneren Sonnensystem zumindest, wie man dann wie man übergeht in diesen Bereich, wo eben Newtonsche Gravitation gilt. Dieser Übergang ist nicht gut spezifiziert. Das ist unklar. Ja? Also, welche Funktion benutzt man und wie kommt die zustande aus einem tieferen physikalischen Beschreibung? Das verbleibt einer der Unbekannten. Wir benutzen einfach irgendwelche Formulierungen, die so mit den Daten passen, aber wir haben keine zufriedenstellende theoretische Erklärung, wie das. Also, ein Milgrom hat ja eine hergeleitet aus dem Quantenvakuum. Also, das ist ja schon mal sehr, sehr interessant. Ja? Aber wir wissen nicht, ob das wirklich so der richtige Weg ist. Und dann, wenn man es noch weiteren Skalen, also das gesamte Universum betrachtet, da wissen wir überhaupt nicht, ob das die Formulierung ist, die wir benutzen müssen, oder ob es da noch eine weitere Verallgemeinerung gibt mit höheren Termen irgendwie. Das weiß man nicht. Ja. Deswegen machen wir jetzt hier in Bonn und in Prag die allerersten kosmologischen Rechnungen eben mit dieser neuen Gravitationsformulierung. Wir lassen Galaxien entstehen im Computer.
um eben gerade das zu testen. Das ist ja nicht so, dass wir sagen wollen, das hier ist jetzt die Realität, sondern der Grund, warum wir diese Rechnung machen, ist zu gucken, was kriegen wir berechnet, wie sehen diese Strukturen aus und wie vergleicht das mit der Realität, genauso wie ich das vorher gemacht habe mit der dunklen Materie und sie verworfen habe. Und das machen wir jetzt mit der Milgromschen Gravitationstheorie. Ist der Schluss richtig, dass die Gravitation im nur dünn mit Materie gefüllten Universum irgendwie anders ist? Entspricht der Kosmos da draußen also tatsächlich nicht mehr der Welt von Newton und Einstein, wie sie hier auf der Erde gilt?